Zu den Wirtschaftsprüfern. Die Haftung der Wirtschaftsprüfer ist, wie Sie beschrieben haben. Trotzdem gibt es Chancen, EY zu verklagen. Das hatten wir ja vorhin schon, weil es dann um Vorsatz geht. Und der Vorwurf des der vorsätzlichen Falschprüfung ist in der Welt. Und dafür gibt es auch klare Indizien. Also ich würde, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, schon irgendwie sagen, spricht einiges für Haftung des Prüfers unter den alten Regeln. Die Regeln sind aber schon verschärft worden durch ein Gesetz, das noch gemacht worden ist, jetzt nach Wirecard, das sogenannte FISC. Und in dem Gesetz ist auch bei Fahrlässigkeit sind die Haftungsgrenzen deutlich nach oben gesetzt worden. Also insofern hat der Gesetzgeber das aufgegriffen, im Großen und Ganzen sachgerecht. Wir hätten es ein bisschen anders gemacht, aber das muss man jetzt nicht vertiefen. Ist adressiert worden, hat sich geändert. Bei EY die Frage, wie war es mit den Rechtsberatungshonoraren, insgesamt kann ich nicht erkennen, aufgrund der Größenordnung der Honorare, dass Wirecard jetzt ein ganz wichtiger Kunde für EY war. Das habe ich mir auch gefragt, haben die einfach so viel Geld mit denen gemacht, dass sie da total nett waren? Aber EY hat mit Siemens etwa 10-mal so viel Geld verdient als mit Wirecard. Also anderes DAX-Unternehmen, sehr viel umsatzstärker. Insofern befriedigt mich der Ansatz eigentlich auch nicht, leider.